Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 9.06.2020. Und unser DAX zeigt sich weiter hier, Superstar, Superman, also der scheint nicht tot zu kriegen, drückt kräftig weiter, sehr optimistisch, sehr zuversichtlich, stabil und ruhig auch, ne? Hat immer mal ein paar Rückschläge reingekriegt, aber relativ cool gezeigt. Über mich braucht er, über mich braucht er euch hier. Um mich braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Das ist, glaube ich, die Botschaft, die hier rausgekommen ist. Wir haben trotzdem hier jetzt in unserer Verkaufszone auch durchaus Argumente, die jetzt nicht zwingend dafür sprechen, dass wir jetzt hier wie immer einen Aufwärtsgap kriegen. Wir sehen hier ein Hoch, zwei Hoch, recht flach übereinander. Jetzt ein drittes Hoch. Wenn das per Abwärtsgap kommen sollte, wäre das tatsächlich dann schon ein Trendschwächezeichen. Und das in einer Station, in der der DAX relativ, ja, in der relativ viel Widerstand ja auch hat. Das ist eine wichtige Zone, auch übergeordnet. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie wir reinstarten, wie wir uns hier auch insbesondere ja, zu Beginn halt zeigen. Sollte der nämlich nach unten arbeiten, so ab Stundenschluss über unter 8,60 würde ich schon sagen, dann würde er hier wahrscheinlich nochmal runterlaufen, nochmal ein bisschen zur Seite hampeln und dann wird es eine Zeitfrage. Ich persönlich gehe ja so und so davon aus. Ich glaube, das habe ich Ihnen auch gestern so gesagt. Ich weiß es nicht, ob ich es im Video auch gesagt habe, aber im Dienst haben wir es auf jeden Fall so gesagt. Premium-Dienst in den Mails. Morgen hat man uns relativ klar geäußert, dass man hier eigentlich schon eher mit seitwärts rechnen jetzt, das durchaus das die ganze Woche dauern kann, dass der DAX einfach auch diese Überhitzung abbaut, halt, ne? Dass so ein bisschen Fahrt rausnimmt, ein bisschen zur Ruhe kommt. Und das würde da ganz gut reinpassen. Das heißt, oberseitig könnte ich mir vorstellen, dass wir, wenn er vielleicht nicht per Abwärtsgap reinkommt, ich ehrlich gesagt könnte es mir sogar am besten vorstellen. Weil das ist, ich weiß auch nicht warum. Also grundsätzlich ist es natürlich eine super Vorlage, um jetzt weiter nach oben zu starten. Es ist letztendlich wie sowas hier. Aber diese Hochs, das macht der DAX halt auch sehr gerne. Diese ein Hoch, zwei Hoch, drei Hoch und weg. Bin ich mal gespannt, wie er kommt. Aber es kann auch sein, dass er zum Beispiel um die 12,69 rum eröffnet, also hier noch in der Zone, sich dann nochmal nach unten legt, legt er sich nach unten, bringt er hier eine rote Stundenkerze. Ja, also so, ich sag mal, zieht er von 8 bis 9, bis von 8 bis 10 Uhr nach unten durch. Dann wäre das schon ein bisschen indikativ dafür, dass er fast nach unten probieren will. Deswegen kann er trotzdem oben raus. Aber wenn er, ich sag mal, zu 10 Uhr eher nach unten getrieben hat, sollte man schon ein bisschen aufpassen. Man kann sich hier nochmal bis zum mittleren Band hier unten probieren. Das sind schon noch ein paar Punkte, vielleicht auch nochmal ans Tagestief vom Montag. Einfach ein bisschen zur Seite. Ich gehe weiterhin nicht davon aus, dass ich hier schon komplett eine Umkehr reinkriege. Aber er wird es probieren, er wird versuchen zu stänkern. Das denke ich schon. Viele Long reinholen oben, viele Short reinholen unten, immer wieder hin und her, seitwärts machen. Ne? Das ist so ein bisschen die Erwartungshaltung, die ich jetzt für die Woche habe. Die hat natürlich aber auch irgendwo ein bisschen ihre Grenzwerte. Das heißt, in dem Moment, wo der DAX halt einfach drüber hinausspringt, wo er zum Beispiel auch 8 Uhr, 9 Uhr gar keine Anstalten macht, nach unten zu treiben. Vielleicht kommt er über 8, 9, über 12, 69 raus. Vielleicht kommt er über 13.000, 30 raus. Das wäre jetzt auch noch so ein kleiner Widerstand. Wenn er da drüber rauskommt und losdrückt, na, dann lassen Sie ihn losdrücken. 13.200, 13.295, 13.300, 13.55. Das sind so die nächsten Ziele auf der Oberseite. Kann er dann anlaufen. Halt, wenn er drückt, wenn er schiebt, wenn er zeigt, ich habe hier noch genug Power, ich habe hier noch genug Sack Saft, um auch oberhalb der 13.000 noch neue Käufer reinzuholen. Das ist, denke ich, eine psychologisch sehr wichtige Marke halt, ne? Weil das ist dieser Tausender-Bereich, von dem wir ursprünglich gekommen sind, 13.800. Ne? Das ist schon für die Köpfe, ist das schon was, wo man dann sagt, na, ist das jetzt nicht vielleicht dann doch zu teuer für die doch eingeschlagene Wirtschaftsleistung und so weiter. Das kann schon ein bisschen was auswirken, sobald wir die 13.000 dann klacken, dass wir vielleicht dann dort von dort nochmal unter die Verkaufszone drunter gedrückt werden. Ne? Aber da gilt es jetzt erstmal den Start abzuwarten. Ich rechne hier weiterhin doch eher mit einem Seitwärtsaufladen. Ich gehe davon aus, dass wir langsam die Saft rausnehmen im DAX, dass wir zur Ruhe kommen, nicht mehr so mit vollem Drang nach oben arbeiten, dass wir auch immer mal wieder ein bisschen zurücksetzen, halt auch ein bisschen schieben. Das wäre jetzt in dem Sinne hier jetzt erstmal meine Erwartungshaltung. Ja, oben raus haben wir gesagt, wenn er durchzieht, ja, insbesondere auch oberhalb 13.000, passen sie halt auf, ne? Da ist
ist Platz genug da. Ich würde da schon auch aufpassen, wie die Stundenschlusskurse sind halt. Ne? Ich könnte mir das gut vorstellen, dass er von da oben nochmal ein bisschen deutlicher auch runterdrückt. Und das auch hier gesehen, er hat schon schön gearbeitet in der Zone. Also das gefällt mir. Und wir müssen ja auch mal ehrlich sein, so langsam ist dann auch mal ein stärkerer Rücklauf auch irgendwann mal fällig. Kann natürlich sein, dass der erst von hier oben kommt und der DAX sich von hier oben dann einfach mal 400 Punkte gönnt halt. Ne? Aber bei der Dynamik, die er auch im Aufwärtsanstieg hat, sollte man vielleicht auch nicht zu euphorisch werden hier und davon ausgehen, dass das Ding bis nur noch steigt und nie mehr fällt halt, ne? Das ist ja nun, das ist halt ja auch keine Einbahnstraße, ne? Also wie kann man jetzt damit umgehen? Grundsätzlich long-orientiert sein ist nicht verkehrt, ne? Punktuell hier einfach noch mit ein bisschen weiter reinbeißen. Insbesondere in Momenten gehen sie auf die kleineren Zeiteinheiten, wenn der Markt so runterfällt und er flacht dann ab und er drückt sich langsam wieder hoch. Das sind so Momente, kann man immer wieder probieren, long mitzugehen in einem Aufwärtstrend halt, ne? Das machen sie fünfmal am Tag und das klappt halt drei von fünfmal mindestens in der Regel halt, ne? Das klappt auch mal nicht, na klar, werden sie auch mal ausgestoppt, aber in einem Aufwärtstrend klappt sowas halt ganz gut. Ne? Und wenn sie dann vielleicht noch, was weiß ich, einen engen Stopp mit 30, 40 Punkten nehmen und sie zielen auf 50, 60, 70 Punkte. Sie machen das immer wieder, hat man auch Geld verdient halt. Ne? Das soweit, also um einfach nochmal zu betonen, Aufwärtstendenz jetzt auch nicht ignorieren, nur weil der Martin sagt, hier oben ist jetzt ein wichtiger Bereich, in dem der Markt durchaus drehen kann und in dem er auch zur Seite schlagen kann. Das nicht außer Acht lassen, dass wir trotzdem noch eine Aufwärtstendenz haben. Ne? Der ist noch nicht, wir haben noch keine Umkehrsignale, er ist noch nicht gedreht. Das kann ein Schwächesignal werden, ist aber Stand jetzt noch keins. No. Deswegen, ich projiziere einfach hier ein bisschen eine Erwartung rein und weiß natürlich aber auch, der DAX kann genauso oben rausschlagen. Das geht, na klar kann er das. Ne? Kann den Druck holen. Kommt er tiefer, haben wir jetzt Unterstützung im Bereich um 7,80, haben wir Unterstützung weiterhin im Bereich um die 6,60, 6,80. Darunter ist mir die 5,60 recht wichtig, sogar auch die 6,40. 6,40, 5,60, das ist eigentlich jetzt schon fast ein interessanter Bereich, aber auch das Gap dürfen wir nicht vergessen bei 12, 4, 10. Deswegen werden wir mal einfach hier den Pfeil so mit zur Seite ziehen. Auch die unteren Pfeile hier für die größeren Rücklaufbereiche, wenn denn dann irgendwann mal ein Rücklauf kommt, der sich dann auch mal ein bisschen durchgefühlt bekommt. Das kann durchaus, das kann sogar noch bis nach dem Juni-Verfall andauern halt, ne? Dass der jetzt hier noch alles raustreibt, was hier Short sich versucht hat zu decken. Das ist nicht so abwegig. Ja, aber das sind dann schon so die Bereiche, die für mich unterseitig hier interessant sind. Ne? Insbesondere durch die Gaps, die letzten markanten Hochs. Deswegen, ich würde schon sagen, die 560 wird wichtiger. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt vielleicht von der 410 abrutsche und auf die 560 gehe, aber ich könnte mir das echt gut vorstellen. Vielleicht oben stänkern, aber wenn er nicht oben stänkert, dass er vielleicht hier drunter holt, vielleicht sogar die 560 macht. Dann wieder nach oben läuft, dann hier so, so, so. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also es würde einfach auch auf den DAX passen. Ansonsten steht ihm frei, wenn er mit Schwung oben rausgeht, dann geht er mit Schwung oben raus halt. Ne? Dann da nicht dagegen stellen, aber es wäre auch nicht ungewöhnlich, wenn er hier einfach zur Seite jetzt schiebt. Okay, weil wir gucken nochmal auf den Tagesschart, da sind wir eben in dem Bereich hier, ne, wo diese letzten, wo damals viele, viele Käufer zugegriffen haben, den DAX immer wieder nach oben gedreht haben, dann völlig vom Markt überrumpelt worden. Kann auch durchaus sein, dass sich da jetzt auch einige hier jetzt einfach mal was mitnehmen halt. Ne? Das ist ein wichtiger Widerstandsbereich von unten. Das ist einfach so. Das ist nicht von da anzuweisen. Ne? Und ja, und dann ist das komplette Corona-Thema dann schon wieder durch halt. Ne? Dann ist der Crash vorbei. Also wenn der DAX jetzt hier drüber durchgeht und wieder oben steht, ist die Kiste zu. Ne? Ganz viele, die schon mir jetzt geschrieben haben, ja, ich hab's verpennt, halt Martin. Ich habe 5 Jahre lang auf den Moment gewartet, mal tief Aktien zuzukaufen. Und hier unten habe ich mich nicht getraut. Habe auf 7.500 gewartet, habe auf 6.000 gewartet, habe auf 5.000 gewartet. Und das ist immer so. Ne? Deswegen, mir ging das ja auch immer so. Deswegen haben wir auch im Premium-Dienst haben gesagt, ne, pass mal auf. Wir stehen jetzt hier am Punkt, das war glaube ich nach der Kerze hier, und haben einfach gesagt, ne, wir müssen jetzt anfangen zu kaufen halt. Ne? ETFs anfangen, Sparplan einrichten, los geht's, Zeug reinlegen in den Markt, weil man wird sonst immer warten, dass er noch tiefer geht und immer warten, noch tiefer geht. Und dann steht er irgendwann wieder ganz oben und man wird sich ärgern. Dass er so schnell hochgestiegen ist, ärgert mich nun auch, weil wir natürlich jetzt hier nicht 100% hier unten reingeworfen haben, oder ich auch nicht 100% hier unten reingeworfen habe, sondern nur erste Positionen, die dann weiter aufgebaut werden sollten. Ne? Aber wenn man das jetzt so anguckt, es ist schon ein bisschen schade eigentlich, dass er nicht länger hier unten geblieben ist. Ne? Hätte man doch viel besser noch was einkaufen können.
Aber gut, ist halt so, ne? Aber ja, ich wollte Ihnen das bloß mal so spiegeln. Ganz, ganz, ganz viele, die halt jetzt einen Haken hier dran gemacht haben, die jetzt zu mir sagen, ja, Thema erledigt, Kiste vorbei. Ich hab's verpasst, ich hab's verpennt, ewig drauf gewartet, nun ist der Zug abgefahren und bin ich raus und kann mich auch mit anderen Sachen beschäftigen. Das ist wirklich so der Tenor, den man oft hört. Nicht vergessen sollte man, wir haben ja trotzdem viele Gaps stehen lassen, ne, auf dem Weg nach unten. Wird man irgendwann mal noch holen. Die Frage ist halt, sind wir vorher dann schon bei 16.000, 17.000 gewesen oder kriegt man es jetzt hier noch hin? Ich bin sehr gespannt. Der Bereich ist nett, ich finde ihn interessant, ich fände ihn schön nach unten zu drehen. Momentan bestätigt er das noch nicht, zeigt es noch nicht, stellt sich hier noch quer, drückt weiter und wenn solange er weiter drückt und nicht umkehrt, was soll man machen? Man kann ihn nicht nach unten dichten, wenn er nach oben zieht halt, ne? Also braucht man lange rote Kerzen. Kann ich Ihnen nur jeden Tag immer wieder erzählen. Komm halt nicht. Ne? Braucht lange rote Kerzen hier. Auch auf Tagesebene muss eine Umkehr reinkommen. Sonst wird das nichts. Und mit der Dynamik wird wahrscheinlich die Umkehr auch nicht so einfach. Das wird ein paar Tage dauern. Ich gehe davon aus, 5, 6 Tage seitwärts. Da muss man jetzt ab jetzt wieder neu rechnen, weil hat er jetzt wieder ein neues hochgesetzt. Das wird nicht so ohne. Gut, okay, also Tageschart können wir hier zumachen. Wie gesagt, da ist dann oben sind oben die Marken haben wir schon benannt, ne? Die 12, 5. 13.550, die dann da wichtig wird, die 13.300, die da wichtig wird und dann später die 13.800, ne? Auch bei dem Tempo, was der DAX momentan hat, ja, ist nicht so viel. Okay, gut, dann machen wir hier erstmal einen Haken dran. Blick aus dem Stundensicht haben Sie gesehen, wenn er nach unten kommt, haben Sie das ein bisschen im Kopf. Mit meiner Seitwärtstheorie kann ich mir dann sehr gut vorstellen, dass er das anspielt und wenn er nach oben drückt, ja, mein Gott, Kopf runter mit. Na, nützt dir nichts. Nützt dir nichts. Ich denke schon, dass wir den auch noch mal tiefer sehen. Aber das ist immer eine Frage, um welchen Preis halt. Ne? Wie weit läuft denn noch? Ja, und es hält wahrscheinlich nicht jeder aus, dass er vorher noch mal eine 14.000 sich abholt oder abwartet. Dass er oben ein neues Allzeithoch schlägt, bevor er runtergeht. Ja, wir gucken mal. Ich finde nach wie vor die Zone, ich möchte sie noch nicht abschreiben. Gucken wir deswegen den Dienstag jetzt auch erstmal an. Und ja, mehr kann ich Ihnen gar nicht mitgeben. Das sind so meine Gedanken, das sind so die wichtigen Punkte, die ich im Fokus habe. Und dann wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Dienstag und wir hören uns morgen wieder. Tschö.